dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Es ist wieder mal soweit, die Folge 25 ist am Start der modernen Philosophen-Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, Positivisten wie Rudolf Freundlich, Wiener Kreis, Kollegen besser gesagt, haben in der letzten Folge darauf hingewiesen, es ist ein bisschen knapp mit der Zeit geworden, dass alles mögliche, ganze Sätze einer Abstraktion zusammengefasst werden. Jedes Wort im Grunde genommen eine Vielzahl an Sätzen zur Erklärung bedarf, komplexere Angelegenheiten noch umfangreichere Erklärungen und als Beispiel die Gerechtigkeit nehmen wir nur mal das Wort Liebe. Liebe ist nur ein Wort, was da nicht alles versucht wurde, um zu erklären, was damit gemeint sein kann, um am Ende festzustellen, dass es sich nur um ein Wort handelt, um ein Ideal, das in seiner Vollkommenheit wohl nie erreicht werden wird oder so. Und dann wieder gegenteilige Auffassung, ohne Liebe ist alles nichts. All you need is love. Und hier bei Viktor Kraft geht es nicht weniger darum, Gravitation, Elektrizität sind vollkommene Rätsel, wenn sie etwas anderes sein wollen, als Begriffe von Gesetzmäßigkeiten sensibler Vorgänge. Alle physikalischen Begriffe enthalten nur Abstraktionen und keine Realitäten. Da frage ich mich dann, was diese Gesetzmäßigkeiten dann sind, auch nur Abstraktionen, was heißt nur Abstraktionen als Ausdruck von Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Gewohnheiten, Berechenbarem, durchaus sinnvoll, zweckvoll, aber ob es sich bei diesen Gesetzen dann auch in einem umfassenden Sinn um die Realität handelt, das ist dann wieder dann eher fragwürdig, sage ich mal, weil ein schon deswegen Teil des verschiedensten Gesetze, Naturgesetze gibt, werden postuliert, die aber untereinander sich nicht vertragen, beziehungsweise das eine nicht unter das andere geordnet werden kann, trotz aller Versuche, und ich bestell, aber noch rechtzeitig gemerkt, anders, drei Minuten, trotz aller Versuche eine Weltformel aufzustellen, man braucht sich eigentlich nur das Vermögen der einzelnen Sinnesempfindungen vor Augen zu halten, bewusst zu machen, wie der Gesichtssinn mit dem Tastsinn inkommensurabel ist. Also nichts Vergleichbares, nicht miteinander vergleichbar sind, die wenig der Hörsinn, kann man jetzt nicht sagen, naja, du siehst so gut, wie ein anderer hört, da fehlt es an dem gemeinsamen dritten Kriterium, über das beides vergleichbar wären. Man könnte jetzt künstlich da einen Vergleich herstellen, indem man einfach
diesen Vergleich dementsprechend definiert. Der Ausschlag auf diesem Messgerät entspricht dem Ausschlag auf einem anderen Messgerät, einem akustischen Messgerät, und das andere, das für den Gesichtssinn, andere Messgerät, und dann behauptet man einfach oder man vereinbart, dass die Einheiten auf dem einen, die Gradzahlen den Einheiten auf den anderen entsprechen, und dann ist beides miteinander vergleichbar, aber anders nicht. Ja, dass alle Begriffe nur Abstraktionen enthalten und keine Realitäten, das ist ja gut und recht, aber es führt jetzt nicht dazu, auch bei Viktor Kraft führt das nicht dazu, grundsätzlich die Inkommensurabilität von Begriffen und Realitäten in aller Form und in allen Konsequenzen durchzuziehen, um das mal neudeutsch zu formulieren. Und damit der Objektivität ein Garaus zu machen. Bloß noch einen pragmatischen Wissenschaftsbegriff durchzuführen. Das findet nicht statt, beziehungsweise die Wissenschaft als Technik der Ethik unterzuordnen. Der Pragmatik allein reicht auch nicht, denn es geht ja um eine Legitimation von Interessen. Das ist ja der Schluss, der aus dem Wegfall von objektivem Wissen notwendig Ordnung sein soll und Sicherheit sein soll, ist das nicht anders möglich. Aber was die Klarheit jetzt im Weltbild angeht, ist das natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht zum bisherigen Denken, das überwiegend mit an sich Entitäten geregelt wurde. Es folgt die Nummer 132, berühmter Däne, in vieler Hinsicht gut, immer wieder zitiert zu werden, ein sogenannter Individualist, Existenzialist, wird er auch bemüht von diesen Herrschaften. Und zwar heißt es da, der Augenblick bleibt doch eine lautlose atomistische Abstraktion, wobei jetzt atomistisch schon wieder sehr, sehr wissenschaftsoptimistisch, sage ich mal, klingt. Denn es gibt da, Augenblick ist nicht messbar. Der klassische Augenblick, wenn wir jetzt bei dem Augenblick bleiben, diesem Zwinkern, das ist selbstverständlich messbar. Das sind ja oft mehrere Zehntelsekunden, so eine gewisserweise eine Ewigkeit. Aber das ist ja auch nicht gemeint, sondern mit der Unmittelbarkeit, dem berühmten Hic et Nunc, hier und jetzt. Da genügt Abstraktion, genügt vollkommen. Atomistisch, das ist geschenkt. Es ist auf alle Fälle nicht, es handelt sich dabei um keine Existenz im Sinne einer realen Existenz. Das ist der Punkt. Seine Vorstellung. Das ist ein Gedanke, der Augenblick. Aber das Abstrakte an Begriffen oder Vorstellungen gilt jetzt nicht nur für den Augenblick, für die Nullzeit und damit auch den Nullraum,
ist damit im Grunde genommen nichts anderes gesagt, als dass Abstraktionen keine reale Existenz haben. Es ist nichts als der Name, der Augenblick ist nichts als der Name. Hier ließe sich mit diesem Spruch, ließe sich Kierkegaard sogar in die Reihe der Nominalisten ordnen. Die nächste Nummer, wieder der Vorsortierer am Werk, 134, das Wasser oder die Materie oder die Atome sind Gedanken. Das Wasser sind doch keine Gedanken, sagt der naive Realist. Doch die Analyse zeigt etwas anderes. Es wird vom Wasserstoff und vom Sauerstoff wird abstrahiert. Er kommt in der Bezeichnung Wasser nicht vor. In dem Sinn gibt es das Wasser dann genauso wenig, wie es Obst gibt, weil es eben nur Bananen und Äpfel und Pfirsiche und Orangen, Materie sowieso, eine Abstraktion, ein Allgemeinbegriff, der nichts ist als der Name. Und das trifft auch auf die, nicht nur auf die Atome, sondern es trifft auf alles zu. Es ist letztlich nichts real in diesem Sinne, dass eine Abstraktion real ist, dass wir, ich, du, er, sie, es, diese Worte, wir mit diesen Dingen identifizieren, hat keinen anderen als einen praktischen Grund. Aber genau genommen ist die Bezeichnung Hammer eine Abstraktion von den einzelnen Bestandteilen. So wie alle Dinge Abstraktionen sind von einzelnen Bestandteilen. Ein Buch ist kein Buch als solches, existiert nicht. Es ist eine Definition, dass man etwas, das aus Papierseiten besteht und dann noch einen stärkeren Einband, womöglich einen Karton Einband. Das ist dann schon wieder die Frage, ob man nur so etwas, ob man ein Paperback als Buch bezeichnet oder eben als Broschüre, ist wieder Konventionssache. Aber zu behaupten, einfach so ein Buch existiert, ohne diese Definition, die ist nicht möglich. Es existiert der Buchdeckel, die Buchseiten, jede einzelne Buchseite, aber diese Zusammenfassung zu einem Buch, die existiert nicht in der Realität, sondern das ist ein Gedanke. Und so ist alles ein Gedanke. Aus praktischen Gründen wird so getan, als ob es sich um eine Realität handeln würde, weil die Frage der Realität ja gar kein, in den meisten Fällen, in praktischen Fällen, gar keine Frage ist, weil es ja sehr leicht zu überprüfen ist, ob ich jetzt hier etwas in der Hand habe, eine Tasse in dem Fall, und daraus trinke. Was das jetzt genau ist, dieses Getränk, wie sich dieses Getränk zusammensetzt, spielt alles keine Rolle, aber davon wird eben abstrahiert. Das wird ignoriert, das spielt keine Rolle. Das brauche ich mir keine Gedanken zu machen, das jetzt auseinanderzuhalten. Also, um das nochmal zusammenzufassen. Es existiert überhaupt nichts Erkennbares, nichts an sich Erkennbares. Also absolut in seiner Eigenheit, in seinem Dingsein, als solches Dingsein, ups, und nicht anders.
So etwas kann es nicht geben. Aber mit der Erkenntnis, dass alles nur praktisch ist und sinnvoll, nutzvoll ist, diese Erkenntnis haben die Pragmatiker ja auch, ist es nicht getan. Die Konsequenz, die logische Konsequenz fordert, vorausgesetzt, es ist jemand an einer gerechten Ordnung, menschlichen Ordnung der menschlichen Gemeinschaft, Gesellschaft interessiert. Das ist die Voraussetzung. Dann gibt es keine andere logische Konsequenz, als eben eine solche Ordnung nach bestimmten Wertvorstellungen, Normen auszubilden und auch dann die Bevölkerung so weit zu befähigen, in diesem Gemeinschaftsgebilde mit gleichberechtigt mitwirken zu können. Es sind alles logische Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass es keine, aufgepasst, objektive Erkenntnis gibt und geben kann. Eine logisch allgemeingültige Erkenntnis. Fällt mir jetzt gerade auf, ich habe heute festgestellt, dass ich für den Kanal noch gar keinen Trailer habe und vielleicht bin ich jetzt unbewusst dabei, hier mir so einen Trailertext aus den Rippen zu leiern. Merke mir jetzt die Zeitspanne, um dann eventuell gerade eben diese Passage auszuschneiden. Nicht nur diese Passage, sondern auch jetzt noch gerade eben meine Kommentare nehme ich noch mit rein. So als witzig, oder? Dass ich noch etwas Luft rein habe. Und dann geht's schon wieder weiter mit weiteren Beispielen dieser Abstraktionen. Kann jetzt jeder selber mal an seinem Wortgebrauch überprüfen, inwieweit da von Existenzen, realen Existenzen ausgegangen wird. Beim Begriff der Seele etwa, der hatten wir schon, Substanz ist das gleiche in Blau, war ein Riesenthema, Substanz bei Spinoza, der hat ja sein ganzes System auf diese Substanz aufgebaut, auf einem bloßen Wort, bar jeden Inhalt. Mehr gibt es jetzt da dann nicht zu sagen, weil wir haben in der nächsten Nummer schon wieder Beispiele für das eben gemeinte, dieses Mal von Husserl, einem Schule bildenden ehemaligen Mathematiker, der philosophisch ganze Bibliotheken vollgeschrieben hat, nur um die Inkommensurabilität zwischen Wort und Sache zu überbrücken, und ist dann wie in meinem Gefühlsausbruch in einer der letzten Folgen zu hören war, zu einem Allgemeinheits- und Objektivitätsapostel sondergleichen mutiert in den 30er Jahren. Also hat der Objektivismus den Sieg davongetragen, wo schon sehr vielversprechend mit einem phänomenalen Etwas begonnen, musste so eine tragische Figur, kann man sagen, der gute Husserl, tragische Figur in der Philosophiegeschichte, sehr tragisch.
Aber nun hier die logischen Untersuchungen aus dem frühen Husserl. Es hat dann noch einen späten Husserl gegeben. Und sehr viele Metamorphosen, Mutationen erlebt, um sich das Rad neu zu erfinden, beziehungsweise Quadratur des Kreises zustande zu bringen. Hier noch nominalistisch gesinnt. Das Pferd, ein Blütenstrauß, ein Haus, welches auf Sandstein gebaut ist, die Eröffnung des Reichstags, aber auch Ausdrücke wie, dass der Reichstag eröffnet ist, sind Namen. Also um das kurz zu fassen, Nominalismus, das ist, wenn man die Worte und die Attribute, die Substantive, die Adjektive, als Namen begreift, als Bezeichnungen, Benennungen von etwas, von einem etwas. Das muss dann selbstverständlich immer wieder hinzugefügt werden, damit die ganze Geschichte keine entsubjektivierte ist. Dieser Verweis auf das ganz konkrete Individuum, der fehlt selbstverständlich immer in diesen klassischen Wissenschaften von Beginn an, von Beginn des 18. Jahrhunderts bis letzte Woche ist das immer dasselbe Trara. Der Objektivismus in keinster Weise einem Subjekt gerecht wird oder gar ja, immer am Subjekt scheitert, so kann man das sagen. Bewegt sich immer klischeehaft in allgemeinen Gefilden und sobald einmal ein echtes Subjekt auftritt, ist das alles hier Schall und Rauch. Namen bzw. nominale Vorstellungen von einer Art, dass sie den Gegenstand als einen wirklich Seienden intendieren und nennen, ohne dass sie darum mehr wären als Namen. Und das ist jetzt, mit diesem Spruch könnte man auch die logischen Untersuchungen auseinandernehmen. Denn Husserl handelt nicht danach. Er handelt nicht so, wie er seine Begriffe benutzt. Er benutzt sie nicht als bloße Namen, als wären sie bloße Namen und nicht mehr als bloße Namen. Sondern er redet von Realitäten. Und er holt sich sogar fast den Sozialisten bzw. den Marxisten ähnlich, holt sich seine Realität von den Lebenswelten wie kann ich das jetzt ohne despektierlich zu sein formulieren, des gemeinen Volkes. Der Durchschnitts, der üblichen Sprachgewohnheitstypen, der 0815 Durchschnittsmenschen. Da findet man die echte Realität. Im Grunde genommen Wahnsinn, aber die Schulen sind weitergebildet worden. Wie blöd. Hätte man sich alles sparen können durch eine etwas strengere Logik. Und die Absurdität kennt da keine Grenzen. Husserl selbst schreibt da Wissenschaft etwas engere auf alle Fälle. Wissenschaft als Phänomenologie, so heißt es, als strenge Wissenschaft. Wenn das streng sein soll, dann weiß ich nicht, weil milde formuliert. Es ist in Bezug relativ zu jemandem, zu einem Analphabeten, bin ich schon wieder zu polemisch. Soll es dann auch nicht sein. Soll es dann auch nicht sein, obwohl ich mich
da diesbezüglich on top of Pops fühle. Gut, wieder einmal Friedrich Weismann, Wiener Kreis. Die Herrschaften haben auch einiges zu kritisieren, ohne dabei dem Objektivismus den Gar auszubereiten. Man sucht krampfhaft nach einem Etwas, das das Wort bezeichnen soll. Man bevölkert die Welt mit ätherischen Wesen und den schattenhaften Begleitern der Substantive. Typisch hierfür sind die Worte das Sein, die Seele, das Ich etc. Aber auch Verben gehören hierher, zum Beispiel das Zeitwort existieren, das eine Art schattenhafte Tätigkeit zu bezeichnen scheint, die sich an jedem Ding finden soll. Ja, wenn man jetzt bedenkt, was da nicht in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war, da großes Tamtam mit dem Existenzialismus und Jean-Paul Sartre und wie sie alle hießen, das Schattenhafte, das Ganze. Schattenhafte Tätigkeit, das Existieren. Das ist eine reine Abstraktion, das in der Realität ist wie mit dem Augenblick. Genauso Existieren, da ist auch wieder Kollege Kant großes Verdienst erworben, dass er feststellte, muss höheres Deutsch sprechen, damit der Google-Übersetzer in den Videos, damit es auch für Albanisch dann noch glatt geht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dass Kant, der festgestellt hat, dass das Existieren keine Eigenschaft der Dinge ist. War ja bisher immer so als Akzidenz, wurde immer das Existieren gehandelt. Ja, tatsächlich ist Existenzialismus, das ist, wenn eben Existenzialisten abhängen in dem Sinn. Also rumhängen, hat man früher gesagt. So, einfach nur existieren und sonst nichts. Das Existenzialismus. Gut, das soll es dann auch mit der Nummer gewesen sein. Jetzt muss ich nochmal das Chronometer bemühen, weil ich gerade feststellte, dass mein letzter Blick auf die Uhr zwar stattgefunden hat, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie spät es war. Aufgrund eines unbewussten Automatismus. Aber jetzt ist mir klar, ich bin noch mit 2 Minuten. Außerdem waren ja am Anfang schon 2 Minuten überzogen, möchte man sprechen. Und deshalb denke ich mal, werde ich diese Folge 25, eine Jubiläumszahl sozusagen, werde ich an dieser Stelle in der Post-Production noch einen Push, ein Trara einfügen, genau an dieser Stelle. Falls ich mich noch erinnere, und auch nicht hinwegsehe. Plus bin ich immer ganz gut dabei. So, und dem Push jetzt. Peace und out.